Die Schneemassen der ersten Dezembertage schmelzen nun dahin. Die Schneeschmelze durch höhere Temperaturen und Regen hat zum Beispiel in Bayern, wie etwa im Kreis Ansbach, regional zu Überflutungen geführt. Ähnliche Probleme traten auch in Steinbach, einem Gemeindeteil von Sachsen bei Ansbach, auf, wo Parkplätze und Spazierwege abgesperrt wurden. Auch die Schwäbische Rezat im mittelfränkischen Pleinfeld führte am Sonntag Hochwasser. Hier reichten die Überflutungen schon in bebautes Gebiet und Straßen heran. Der Bauhof hat deshalb die ersten Absperrungen aufgebaut, da sich die Situation weiter verschärfen wird in den kommenden Tagen. In Hessen haben zahlreiche Flüsse die Hochwassermeldestufe 1 überschritten, auch hier bedingt durch Regenfälle und Schneeschmelze. Die Pegelstände sind weiterhin hoch, insbesondere in Mittelhessen. Weitere Flüsse in Hessen nähern sich ebenfalls der ersten Meldestufe. Es wird erwartet, dass weitere Meldestufenüberschreitungen stattfinden, möglicherweise sogar Meldestufe 2. Auch in Bayern färbt sich die Hochwasserwarnkarte ein. Aktuell gilt laut Hochwassernachrichtendienst Bayern für die Große Wils bei Wils-Biburg, Landkreis Landshut, Meldestufe 3 von 4. Bebaute Gebiete könnten hier überschwemmt werden. Die Tendenz geht zur Meldestufe 4. Auch an der Donau wird sich laut Hochwassernachrichtendienst aufgrund des Tauwetters in den kommenden Tagen die Lage verschärfen. Der Schwerpunkt verlagert sich von Mittelfranken Richtung Oberbayern, Niederbayern und Schwaben. Die Hochwasserlage in Baden-Württemberg und Bayern wird sich in den kommenden Stunden und Tagen weiter verschärfen. Denn am Mittwoch gibt es noch kräftige Regenfälle. Es wird aber langsam kälter und Schneeflocken mischen sich in den Regen. Am Donnerstag erreicht die kalte Luft den Süden, womit sich die Hochwassersituation etwas entschärfen sollte, wenn der Regen zu Schnee wird.